Großes Detlefs Special heute mit dem T6717EB Trend. Das Ganze sehr edel auf teilintegrierter Basis via Ducato. Und das sind die technischen Daten vom Trend, den wir Ihnen heute zeigen. 6,96 Meter. Höhe sind knapp 3 Meter, 2,90 Meter, Breite 2,33 Meter, 3,5 Tonnen und 700 Kilo Zuladung. Wie er hier steht, 61.529 Euro mit 16% Mehrwertsteuer. Es ist hell und es ist warm. 31. Oktober ist es so warm wie im Juni. Es fühlt sich genauso an, ja. Hallo Sven. Hallo, wir sind in Sulzemoos, Europas größtem Händler, glaube ich, für Wohnmobile. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es so ist. Und hier steht er 7 Meter Länge. Was war es? 6? Guck mal gerade nochmal. 6 Meter? 6,96 Meter. Das sind immer ein paar Zentimeter weniger wegen den Fähren. Denn dort wird es nach Metern berechnet oft. Und viele sagen, ja, wenn ich mal auf die Fähre fahre. Aber viele sagen das und waren noch nie auf einer Fähre. So sieht er aus. Komm, wir gehen einmal kurz rum. Schlüssel hast du? Denn das Fahrzeug ist trotzdem noch kompakt mit 7 Meter und lässt sich eigentlich fahren, fast wie ein SUV. Und wir öffnen mal die Schlösser, auch nicht mehr die zum Drehen, die du so liebst, sondern hier ein bisschen einfacher. Großer Kofferraum, spricht wahrscheinlich für Längsbetten, so sieht's aus. Und eine Luftheizung, so viel ist schon mal sicher. Wahrscheinlich eine Truma 6, die da drunter ist. Kann man jetzt nicht sehen. So, da vorne habe ich noch einen Stauraum. An der Seite noch einen Stauraum, wo ich durchladen kann. Und viel Platz für zum Beispiel zwei Fahrräder stehend. Wenn du dich mal gerade daneben stellst, für die Größe. Also wirklich viel Platz und auch wirklich kein Problem mit dem Durchreichen, weil es doch sehr tief ist. Das ist das Heck vom Trend. Auch hier habe ich die Ecken einzeln, was natürlich sehr reparaturfreundlich ist, falls mal so eine Ecke dann doch erwischt wird. Und man kann auch hier eine Rückfahrkamera nachrüsten anstelle der dritten Leuchte oder in Verbindung mit der dritten Leuchte. Auch da bitte mal öffnen. Da haben wir mehr Glück. Da können wir hier nochmal gerade ins Fach reinhalten. Und da der Hauptschalter an ist, ja, gleich mal schauen, hier vorne ist so eine Steckdose für E-Bikes zum Beispiel zum Aufladen. Und das ist dann nochmal der Blick in den Kofferraum in Gänze. So, Gasflaschen hintereinander. Guck mal, ein Käfer. Oh ja. Der ist ja süß. Die können unangenehm riechen. Ist das so? Ja, die sondern Sekrete aus. Die sind dann sehr unangenehm. Wenn du die zu Hause hast, da gibt es irgendwelche Tricks, die loszuwerden. Das sollte so, man so nicht jagen. Guck mal, da sind auch die Schlüssel fürs Hubbett. Ah ja. Wir haben sie jetzt woanders. So. Entfernt. Zwei Gasflaschen mit drin und die Notentriegelung fürs Hubbett, dieser graue, siehst du den? Da kannst du das Hubbett manuell, falls es dann doch nicht mal geht, kann man das Hubbett. Ich habe noch keins erlebt, was nicht ging, aber kann ja mal vorkommen. Zum Beispiel Batterie leer. Das ist dann auf jeden Fall, spätestens dann. So, Tedford. Gucken, wie groß die ist. Okay. Die Aufbautür an der Seite. Dann hier sieht aus wie Stromanschluss. Ja. Ziehmalfeste. Der ist aber echt neu. Der ist neu. Und wir haben keine Stufe, guck mal. Nein. Brauchen wir auch gar nicht, weil es sehr tief runter geht. Ja. Steig mal ein. Geht. Ja. Aber man könnte jetzt noch eine Stufe reinmachen für Leute, die nicht so gut zu Fuß sind, aber es geht auch ohne. Ja. Da hast du das Kombi-Instrument für Elektrik an, aus. Jetzt ist es an und aus, zentral, direkt am Eingang, und Batteriespannung
Fahrzeugbatterie und Füllstände. Die Kombisteuerung hier mit drin, sehr einfach zu bedienen, entweder warmes Wasser oder beides, warm und warmes Wasser. Und wie man sieht, Hubbett und trotzdem Platz. Ja. Boden, Betonoptik. Echt schick. Also ich bin ja ein Freund von nicht immer Holz, Holz. Und oh, wie geil, guck mal an die Küche. Warte, ich zeig mal gerade, wie schön das ist. Das ist ja jetzt Geschmackssache, aber das sieht wirklich edel aus. Das Milch, sagt man dazu Milchglas, ja, oder? Ne, es ist so ein, ja, so ein Dekorglas dahinter. Gefärbtes Milchglas, ja, oder? So eine Blende, die davor ist, die dann dem Ganzen einen unglaublich tollen Charakter kriegt, gibt, indirekt beleuchtet. Mhm. LED macht es möglich. Großes Fenster haben wir jetzt mal aufgemacht, denn es ist so warm am 31. Oktober, dass ich wirklich denke, ich bin im Sommer hier in Bayern. In Sulzemoos, so ist es. Ja, dann das Design, du bist jetzt schon mal drin. Der Tisch lässt sich Höhen verstellen, damit man hier auch schlafen kann. Das heißt, auch hier könnte ich den auch tiefer machen, wenn ich möchte, hin und her bewegen. Da stört im Moment natürlich der Fahrersitz, den können wir gleich mal umdrehen. Das Hubbett geht übrigens auch runter, wenn die Fahrer- und Beifahrersitze nicht gedreht sind. Das ist also auch ein schönes... Warte, zeig mal. Also die gehen genau aneinander vorbei, sodass also das Hubbett problemlos absenkbar ist. Ja, wenn du mal drehst den Fahrersitz, das ist das Cockpit mit Klimaautomatik, 6-Gang-Schaltgetriebe. Verdunklungssystem ist an der Seite drin, hier. Das kann man einfach rausziehen, das haben wir schon mal gezeigt. Aber vielleicht, wenn du es einmal kurz andeutest, jetzt wo wir schon mal ausgezogen haben, die treffen sich dann in der Mitte. Okay, danke. Und das gleiche auch für das Seitenfenster. Okay, merci. Hier oben habe ich Ablagen. Wirklich viele Ablagen. Das ist übrigens der Rausfallschutz, der mich gerade so anguckt, der nach unten hängt. Da habe ich viele Ablagen, eine Steckdose nochmal drin, da kann ich sogar was reinstellen. Und ich habe einen Rausfallschutz, also überall Kanten drin, dass also nichts einfach sich selbstständig machen kann. Hier oben kannst du auch noch verdunkeln. Aber lass mal zu, weil wir haben so viel Licht im Moment. Ja. Licht brauche ich beim Filmen jetzt nicht mehr. Eher weniger. Cool ist hier das Schränkchen. Ja. Das ist wirklich, das habe ich ja selten gesehen. Ja, ich dachte zuerst auch. Wenn du mal gerade die Tür zumachst, bitte die Aufbautür, weil sonst komme ich mit dem Licht nicht hin. Ja, schön. Jetzt kann man es gut sehen. Da ist ein richtiger Schrank. Ja. Und hier ist auch nochmal, was ist das für ein Anschluss? Fernseher. Ja, deswegen frage ich mich gerade, aber mit Hubbett, ja gut. Nee, der Fernseher kommt ja an die Wand und das ist ja ausgespart, siehst du an der Seite? Ja, klar, logisch. Das heißt, du kannst das dann hin und her ziehen, wenn du das wünschst. Genau, und da ist dann großer Kleiderschrank direkt am Eingang. Ja. Für Jacken und so, direkt neben dem Eingang. Natürlich sehr praktisch. Ja, und unten auch nochmal Stauraum. Darunter. Der Sicherungskasten 230 Volt, da wo man auch gut rankommt. So sieht er aus. Cool, gefällt mir. Das mit dem Schrank finde ich klasse. Ja. Dass der. Das ist eine schöne Lösung. So, wenn man hier so sitzt, da ist dann so das Gegenüber, wenn ich mal auf den Fahrersitz setzt. Das ist schon. Ja, ist ein bisschen nicht ganz so offen, weil das Hubbett trägt ja schon ein bisschen auf, aber es ist wirklich kein Problem, oder? Nein, in dem Fall ist das wirklich sehr angenehm, finde ich. Gut, ich komme durch, ne? Ja, du bist 1,72. Genau. Geh mal auf den Beifahrersitz, dreh den mal, damit sich mal sieht, der Raum öffnet sich dann direkt. Nochmal um fast einen halben Meter. Jetzt geht's. Am Anfang ein bisschen schwer, gell? Also, der Beifahrersitz wird selten benutzt, glaube ich. Ist ja witzig, weil sorry. Fast alle, wo wir reinkommen, die sind nicht gedreht. Wahrscheinlich hat es keiner hinbekommen. Ich bin wahrscheinlich die Erste, die hier eröffnet hat. Hast du aber gut gemacht. So, und da hast du hier den Schrank, da oben wäre der Fernseher drauf. Den Tisch kannst du schön zu dir beiziehen. Jawohl. Wow. Komplett zu mir, ne? Drehen geht nicht, oder? Drehen ist bei dem nicht möglich. Drehen ist aber nicht. Tatsächlich nach vorne, nach rechts. Geht. Also. So, jetzt setze ich mal zeitgleich auf den Fahrersitz. Zeitgleich.
Hier ist übrigens so eine kleine Einbuchtung, dass du also etwas mehr Platz hast. Genau an der richtigen Stelle. Weil ich genau hier in der Ecke bin, genau. Gott. Dann gehe ich mal auf die andere Seite. Und wir zeigen mal die Schränkchen, die hier drin sind. Das eine haben wir schon mal hoch gemacht. Das ist nur so eine Blende, damit, wenn man das Hochbett runterfährt, das sehen wir gleich, man da nicht aneckt. Aber wenn es zu ist, durch Soft Close, dann hat man eine einheitliche Ansicht. Eine Front und jeweils große Schränke. Hier ein bisschen kleiner. Hier ist übrigens die Notentriegelung für das Hubbett. Genau, da kann man dahinter das Loch guckt. Die Kurbel dann aufstecken und kurbeln. Kurbeln. Also man kurbelt schon ein bisschen, aber ja, es geht. So, da habe ich dann nochmal die Lampen am Eingang. So das Putzlicht, wenn ich reinkomme. Und viel indirektes Licht. Und das Hubbett. Ja, entriegel mal bitte. Also erst das Schränkchen hoch, dann entriegelt und der, da vorne ist es, guck mal, da, guck mal, ah ja, vorne ist das Schloss, diesmal ist es unter der, diesmal ist es anders, gell? Ja, hier habe ich das schon mal gesehen oder an der Seite, tatsächlich hier mal da drunter. Hubbett ist uns elektrisch, wir haben es eben probiert, als Marlene drauf war, hat es sich gewehrt, hat also gleich abgeschaltet, gesagt hat, es passt irgendwas nicht von dem Gewicht her. Und fährt dann auch nicht mehr hoch, aber trotzdem, man sollte den Schlüssel, wenn man Kinder hat, abgezogen lassen. Großer Raum und auch die Marlene freut sich schon wieder, denn die Schuhe kann man ja gerne mal ausziehen, um mal zu zeigen, wie groß das Hubbett ist. Ich würde es ja so gerne machen, Marlene, aber ja, klar. Klar, ich muss ja Mikro und Kamera halten. Da ist das Hubbett ins, da ist die Leiter mit dabei, die man nicht braucht, wenn man über die Frontsitze einsteigt. Hier habe ich so ein Stoffdesign an der Seite, was sich automatisch mit einzieht, dass das auch schön verdeckt ist. Hier habe ich uns die Jacken direkt an der Seite. Kleines schönes Detail mit so einer Unterfütterung, dass es nicht klappert. So, der Rausfallschutz, der wird deaktiviert. Zunächst auf den Sitz und dann auf zum Beispiel die Armlehne und man muss schon ein bisschen sportlich sein, das wäre jetzt ohne Leiter, aber viel einfacher geht es denn mit Leiter. Definitiv. Da darf man auch mal definitiv nochmal sagen, denn das ist wirklich so, die komplette Breite, Fahrzeugbreite fast, ja. Jetzt sitzt du ganz am Ende, hast trotzdem hier noch richtig viel Platz. Mach's mal so, wie du jetzt ganz bequem wärst, so vom bisschen tiefer dann rutschen. So wäre gut. Ja. So, jetzt müsste ich dir nur ein Schlaflied singen. So, dann. Vielleicht passieren, ja. Dann, wenn du nochmal runterkommst. Ja. Ich zeig mal gerade, wie genau das hier eingepasst ist. Das ist denn die Klappe, die drunter ist. Das ist der Schrank, der wirklich millimetergenau oder Zentimeter genau denn passt und man muss auch nichts umbauen, man muss keine Kopfstützen abbauen, gar nichts. Da ist die Marlene und du kannst mal gerne die Leiter einhängen, dann zeigen wir mal gerade, wie es mit Leiter geht. Ich gehe mal ganz zurück. Jetzt bin ich im Schlafzimmer drin, das wäre der Blick aufs Hubbett und links die Küche, da ist die Leiter. Auf. Sehr warm. So, Leiter einfacher, oder? Na klar. Gehst du einfach hoch. Du musst halt nur mit dem Kopf dann oben aufpassen. Ne? Also mit dem Kopf aufpassen. Ja. Aber mit der Kraft bist du dann oben drauf. So, da ist denn das Leiterchen. Genau. Die du dann auch hochziehen kannst, damit die böse Schwester nicht hochkommt. Wenn die du Kleine. Das ist wahrscheinlich toll für Kinder, oder? Wenn du da so Kid bist und gehst da rauf und runter. Ja, das gefällt denen bestimmt gut, ja. Aber man sollte schon aufpassen. Die Hängevorrichtungen sind, also die Rausfallvorrichtungen sind nicht umsonst dabei. Wenn du mal drunter durchgehst, ich habe einen Notausgang, das geht. Ja. Du kannst also hier gebückt drunter durchlaufen. Und man kann sich sogar noch auf den Fahrersitz setzen, das geht. Also den kann man noch komplett nutzen. Aber der Rest ist dann quasi oder ist nicht mehr nutzbar. Ja, hier kannst du auch ganz normal stehen. Geht. Hallo?
Guten Tag. So, jetzt fahre ich mal das Bett mal hoch. Ja. Mal grad gucken, wo es ist. Da ist es. Muss das andersrum liegen? Das ist gar nicht. Ist egal, wie rum das ist. Mal grad gucken, wo der Knopf ist. Ah, da ist er. Okay. Da ist der Knopf. Und das Bett fährt hoch. Wie von Geisterhand. Und die Marlene ist wieder komplett sichtbar. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Ja. War sehr kurz, ne? War sehr kurz. Genau. Dann hier zu. Und der Deckel zu. Dann haben wir es wieder so, als wäre nichts gewesen. Die Blende. Die Blende. So, das haben wir schon gezeigt. Küche, mach mal auf. Die Schublade für Besteck. Stauraum. Kürzerer Stauraum. Ja, normalerweise kamen die immer raus. Was ist denn dahinter? Das kannst du vielleicht erklären. Was ist da ist Technik dahinter. Ja. Ja. Okay. Dann Schrank ganz tief mit Mülleimer. Die gehen wirklich tief bis nach hinten. Okay. Da sind auch nochmal die Sperrhähne da drin. Dometic-Spüle mit richtigem Hahn. Der kann dann einfach hin und her geschwenkt werden. Und das Drei-Flammen-Kochfeld. Ich denke mal, effizient mit zwei Töpfen zu benutzen. Oder mit, ja, man kann auch einen Bräter drauf machen, einen großen. Das würde auch gehen, quer so, weißt du? Mhm. Ja, oder wenn du einen Milchkochtopf hast oder Wasser aufzukochen, wenn du keinen Wasserkocher mitnimmst. Da ist diese Reling, diese Multifunktionsreling. Beweg die mal hin und her. Man kann die auch rausnehmen. Ja. Da oben einfach rausziehen. Da gibt es auch Zubehör im Fachhandel, was man noch reinmachen kann. Gehen auch gar nicht so einfach rein, sollen sie auch nicht. Und da kann man sie hin und her schieben, wie man es braucht. Ja. Schrank drüber. Und der Kühlschrank diesmal auf der Fahrerseite. Warte, wir tauschen mal. Da ist der Kühlschrank. Der ist schmal, aber ganz hoch. Mit integriertem Gefrierfach. Und hier ist auch noch so eine Box drin, die du auch nochmal trennen kannst. Entweder für Flaschen oder wenn du dann Obst und Gemüse rein lagern möchtest. Im unteren Bereich auch nochmal eine Schublade. So, die Tür ist jetzt kein Raumtrenner. Das ist die Tür zur Dusche-Bad-Kombi, ja. Die uns auch diesen textilen Charakter hat. Das ist kein Trenner an dem. Ich zeig's mal gerade, vielleicht kann man es hier so ein bisschen sehen. Hat so eine Struktur mit drauf. Wenn du nochmal drüber fährst mit den Fingernägeln so leicht. Haha. So, mach mal auf. Vielleicht komme ich ja drum rum. Könnte gehen. Ja, geht. Geht. Hier ist das Bad mit einem Schwenkbad. Guck mal. Also wieder mal eine optimale Raumausnutzung drin. Stauraum. Wenn man etwas abschließen möchte, vielleicht hier nochmal Papier lagern möchte. Wo ist denn hier? Ah ja, da ist auch mein Toilettenpapierhalter. Ich zeig dich mal gerade komplett. Also du sitzt jetzt gerade im Bad drin, ja. Der Schrank ist über dir drüber. Genau. Da hast du einen großen Spiegel mit dabei. Hier ist das Waschbecken. Genau. Und da ist das Duschrost und du sitzt auf der Toilette gerade, die man auch drehen kann, sodass ich die Beine, obwohl beides ist jetzt vollkommen in Ordnung vom Platz her. Hier habe ich nochmal einen Spiegel auf der Seite. Ja. Hier habe ich nochmal Haken, dass ich irgendwas aufhängen kann. Ein Fenster ist hier oben drin. Und dann kommt, oh Wunder, das Schwenkbad. Eine Innovation. Gibt schon sehr lange. Und dann habe ich eine richtige Dusche. Dusche und kann das dann auch hier noch mal lösen, wenn das geschlossen ist. Im geschlossenen Zustand ist es dann komplett. Dazu ist die Tür dann zu, genau, dann komplett ist es geschlossen. Eine komplette in sich geschlossene Nasszelle. Genau. Da unten ist die, ist das Rost. Ja. Was ich nicht mehr benötige. Klack. Klack. Genau. Und es wackelt auch nicht. Wackel mal, gar nichts. Bisschen.
bisschen, aber das wirst du, denke ich, im vorderen Bereich überhaupt nicht hören. Dass mal die Tür noch zu ist. Das ist minimal. Gut, verstanden. Dann geh nochmal kurz raus. Ich filme es mal gerade im Ganzen. Da ist der Bereich und das ist dann mein Bad. Prima. So, Bett. Das ist hoch. Bett. Ja, du hast hier eine Treppe. Aber trotzdem viel Platz. Und auch hier wieder Rausfallschutz. Rausfallschutz, du kannst das verlängern. Rausfallschutz kannst du hier oben fixieren an der Decke. Das ist der Rausfallschutz, der vorne drin ist. Guck genau. Mal. Falls du jetzt ein Kind hast in der Mitte, damit der nicht dann einen Meter abstürzt, weil das ist ungefähr die Höhe hier, kann man das rausziehen. Oben den Rausfallschutz anbringen. Und ich deute es an wie im Flieger. Warte mal, die Maske. Genau, wenn du es mal hochziehst, den Rausfallschutz, dass man den auch mal sieht, zur Seite trittst. Sehr schön. Also das wäre denn so, dass er nicht rausfällt. Und das Polster muss natürlich, was da hinten liegt, ja, dann hier eingelegt werden. Schiebst du mal rein? Ich denke, das können wir uns vorstellen. Also das wird dann eine Liegewiese. Ich persönlich bin ja großer Fan von leichtem Einstieg. Geh mal hoch bitte die Treppe, dass man sieht. Also da hat man zwei doch große Stufen. Ja, da muss man aber auch wirklich hier dann auch schon aufpassen mit dem Kopf. Gut, bei dir ist gar kein Problem. Ja. Aber die, ich sag mal, Opportunitätskosten hast du denn einmal, wenn du dir den Kopf stößt, danach weißt du es. Ja, danach sollte man es wissen, ja. So, das eine Bett übrigens etwas länger wie das andere. Das geht ein bisschen weiter rein. Ja. Das hier ist das längere Bett und das hier ist das ein bisschen kürzere Bett. Aber im Zweifel machen denn diese 8 cm dann wieder ein bisschen was aus. Mhm. Schränke? Genau, hier hast du den Schrank, der geht bis nach hinten durch. Dann Ablage hier und der Seite dasselbe Grün nochmal. Genau, wenn du es mal kurz auflässt. Ich bin gerade noch auf der Ablage. Fenster ist hier drunter zum Rausschauen und Lüften. Und was haben wir denn da für Anschlüsse nochmal? USB und 230. Gut, ansonsten sehr clean, also so eine richtig gute Schlafzimmeroptik mit wenig Ablenkung. Ah, Raffrollos. Warum wir immer alles üben müssen. Ah ja, ich will es wissen. Willst du es wissen? Aber normalerweise doch nach links oder nach rechts oder nicht? Oder gar nicht? Ja, oder? Gar nicht vielleicht. Ich wollte aber wissen, es hat aber auf jeden Fall nochmal eine Moskitoschutz und wenn man abdunkeln möchte, auch nochmal den klassischen Verdunklungsschutz und Rausfallschutz. Rausfallschutz, ne, für Kinder. Beiden Seiten. So, noch ein Schrank hier. Ja. Der an der Seite, denn vorne war ja schon Kleiderschrank, hier ist noch einer. Ja, da ist eine Stange. Das heißt, ich kann, denke ich, wieder diesen Bereich anheben. Ich glaube nicht. Nee, doch nicht. Der ist fest. Ich habe es gedacht. Hier auf der rechten Seite ist aber noch mal einer. Und da habe ich dann noch mal Platz. Bis hinten hin, aber vielleicht kann man hier anheben, auf der Seite. Guck mal. Warte, mal rüber. Dass man hier an den großen Schrank rankommt. Der ist hier drunter. Auch nicht. Könnte sein, oder? Nee, ist okay. Fest. Aber wir können ja mal reingucken, dann sieht man, wie groß der ist. Genau. Also der ganze Bereich hier ist Schrank. Und darunter ist übrigens die Heizung. Da mit allem drum und dran. Wir haben es geschafft. Mittagspause am 31.10.2020 in Detlefs. Schnell mal raus, denn die Leute warten schon wieder und machen die Abmoderation. Da ist er, der T6717EB Trend. 61.529 Euro, Ende Oktober 2020, 140 PS Motor, Chassispaket und so weiter. Und da steht er nochmal komplett in Weiß mit wieder einem anderen Design. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank, Marlene, fürs Zeigen. Sehr gerne, Sven. Tschüss. Tschüss.